In der politischen Debatte diese Woche war das Betreuungsgeld eines der Top-Themen. Du hast dazu auch eine Pressemitteilung rausgegeben, Mütter sind keine Legehennen. Und jetzt würde uns gern mal deine Meinung dazu interessieren. Wir haben dazu ganz viel Feedback über verschiedene Kanäle wie Twitter und Facebook erhalten und hier die wichtigsten Fragen. In ganz vielen Mails taucht das Wort Herprämie auf. Findest du den Begriff in der Debatte überhaupt zielführend? Also zielführend ist der Begriff schon gar nicht. Er ist eigentlich eher schädlich für die gesamte Diskussion. Und zwar deswegen, weil er unterstellt, dass durch das Betreuungsgeld Mütter und Väter vom Arbeiten abgehalten werden. Aber genau das ist nicht der Fall. Davon bin ich überzeugt. Und zwar deshalb, weil Studien belegen und auch Länder, die das Betreuungsgeld bereits eingeführt haben, die Erfahrung gemacht haben, dass es eben nicht so ist, dass Mütter und Väter vom Arbeitsleben abgehalten werden. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal ganz deutlich sagen, es geht hier um Kinder, die sind noch sehr, sehr, sehr klein, sehr jung. Und die können zum Teil noch nicht mal laufen. Und wir honorieren damit eine Erziehungsleistung, die zu Hause stattfindet oder privat organisiert ist. Und wenn sich zwei Menschen entscheiden, ein Kind in die Welt zu setzen, dann machen sie das deswegen nicht, weil sie gerade die demografische Entwicklung positiv beeinflussen wollen, sondern sie machen es deswegen, weil sie auch Zeit mit dem Kind verbringen möchten und auch ein Kind erziehen möchten. Und deswegen finde ich es falsch, wenn die Wirtschaft immer sagt, wir müssen so schnell wie möglich, alle Mütter sind Legehennen, die Mütter wieder in den Arbeitsprozess zurückführen und zwar möglichst gleich, nachdem sie das Kind auf die Welt gebracht haben. Das ist falsch, da muss die Wirtschaft anders reagieren, beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle, durch Homeoffice-Möglichkeiten oder durch Kindertagesstätten, die auch direkt an der Firmenadresse sind und auch das zu Zeiten, wo mal Überstunden geschoben werden müssen. Du glaubst also nicht, dass man durch das Betreuungsgeld die jungen Mütter und Väter davon abhält, wieder in den Beruf zurückzukehren? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben hier durch das Betreuungsgeld eine Systemergänzung. Wir haben einerseits die Kinderkrippen, in denen die Kinder sind, die von Eltern entweder, weil sie wollen oder weil sie müssen, in die Krippe gebracht werden. Und zwar möglicherweise, weil sie es sich nicht anders leisten können oder weil sie alleinerziehend sind. Und wir haben andererseits die andere Säule, das Betreuungsgeld für diejenigen, die sich entscheiden, ihr Kind zu Hause zu erziehen oder die sie privat organisieren wollen. Was sagst du zu dem Argument, dass das Betreuungsgeld die Bildungschancen von Kindern reduzieren würde? Also davon halte ich gar nichts. Bildungschancen werden nicht dadurch reduziert, dass Bildung zu Hause stattfindet. Bildung im Elternhaus ist auch ein ganz zentraler Teil der Bildung eines Kindes. Und gerade in den ersten Jahren ist es enorm wichtig, dass auch Bindungen aufgebaut werden. Die kognitive und emotionale Entwicklung eines Kindes zwischen 0 und 3 ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und vor allem schafft er auch die Grundlage für die Bildung, die danach kommt. Im Kindergarten, in der Grundschule und in den weiterführenden Schulen. Und es zeigt auch ehrlich gesagt beispielsweise der PISA-Sieger Finnland, die ein Betreuungsgeld haben, dass das nicht unbedingt verkehrt sein kann. Glaubst du nicht auch, dass man das Geld, das man jetzt in das Betreuungsgeld steckt, nicht besser für den Ausbau von Kita-Plätzen geeignet wäre? Also ich will nicht behaupten, dass Kindertagesstätten, Kinderkrippen nicht auch gefördert werden müssen und entsprechend ausgebaut werden müssen. Ganz, ganz im Gegenteil, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber wir reden hier von zwei unterschiedlichen Töpfen. Nummer eins, das eine ist eine Bundesfinanzierung und das andere, der Kinderkrippenausbau, der läuft auf kommunaler Ebene. Und die werden nicht zulasten voneinander gehen. Davon bin ich überzeugt, das darf gar nicht sein. Dafür wollen wir bis 2013 den Bedarf decken, auf jeden Fall. Jeder muss die Möglichkeit haben, sein Kind in die Krippe schicken zu können. Und ich bin ganz gute Dinge, dass wir das auch in Bayern schaffen werden. Und wenn wir sagen, dass Kinderkrippenplätze fehlen würden, wie beispielsweise in München, dann liegt es nicht daran, dass wir heute über das Betreuungsgeld diskutieren, sondern schlichtweg daran, dass es jahrelang eine verfehlte Bedarfsplanung gegeben hat. Wir reden eben erst heute über das Betreuungsgeld und in den letzten Jahren wurde schon oft der Ausbau verschlafen. Dafür kann man jetzt das Betreuungsgeld nicht verantwortlich machen. Liebe Katrin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das Thema jetzt hier mit uns zu diskutieren. Es war sehr, sehr spannend und hat, glaube ich, viele neue Impulse gegeben. Vielen Dank. Für mich ist das Thema aber noch nicht ganz zu Ende. Wir wollen natürlich weiter im Dialog bleiben, weiter über dieses Thema und auch über andere Themen sprechen. Wer da Interesse dran hat, der kann sich natürlich ganz gerne an mich wenden, mir eine E-Mail schreiben, sich über das JU-Forum melden, twittern, facebooken, was auch immer. Also einfach melden, diskutieren. Ich stehe auf jeden Fall zum Dialog bereit.